Sehr gern hätte ich heute mit Ihnen persönlich den Grundstein für das Deutsche Haus gelegt, aber Sie wissen es, leider musste ich meine Vietnamreise ganz kurzfristig verschieben. Das Deutsche Haus ist ein herausragendes Projekt im wahrsten Sinne des Wortes, gut sichtbar in der Skyline von Vietnams Wirtschaftsmetropole Ho Chi Minh Stadt. Ich glaube, hier setzen wir als Deutschland ein wirkliches Zeichen. Wir engagieren uns langfristig in Vietnam. Wir sind gekommen, um zu bleiben, das ist die Botschaft, und das tun wir im eigenen politischen und wirtschaftlichen Interesse und weil wir den Reformprozess in Vietnam im Rahmen unserer strategischen Partnerschaft gerne weiter begleiten möchten. Was den Bau angeht, so darf ich sagen, schon die einzigartige, umweltgerechte Bauweise macht deutlich, wir setzen auf Innovation, wir setzen auf Nachhaltigkeit. Hier wächst ein offenes, transparentes und wirklich einladendes Haus. Hier entsteht Raum für intensiven Dialog und kreative Zusammenarbeit. Ich danke unseren vietnamesischen Partnern und Freunden ganz herzlich für ihre Unterstützung bei Planung und Umsetzung dieses Projektes. Allen voran Premierminister Sung, Minister Vinh und dem Vorsitzenden des Volkskomitees von Ho Chi Minh Stadt, Quan. Zudem, und auch darauf ist hinzuweisen, alles das wäre nicht möglich gewesen ohne die große Unterstützung der Unternehmen vor Ort, die geholfen haben und die weiter unterstützen werden. Unser Dank gilt daher auch den Investoren, Herrn Geike, Herrn Puttwil und Herrn Dietl. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das Deutsche Haus eine gute Investition in die Zukunft ist. Vietnam verfolgt einen entschlossenen wirtschaftlichen Reformkurs und eine mutige Handelspolitik. Neues Potenzial wird freigesetzt, neues Potenzial, das weiter für Wohlstand und Wachstum in diesem dynamischen Land sorgen werden. Ich wünsche dem Deutschen Haus Ho Chi Minh Stadt ganz viel Erfolg und Ihnen eine wunderschöne Veranstaltung. Herzlichen Dank.